Lux lucet in tenebris, das Licht leuchtet in der Finsternis. Mit diesem Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende alten Wahl- und Wappenspruch der Waldenser aus Johannes 1 begrüße ich Sie und euch ganz herzlich hier heute Morgen
willkommen hier in Präsenz in der Martinskirche und auch sozusagen virtuell dazugeschaltet aus den Wohnzimmern hier in Steinheim. Denn heute wird der Gottesdienst auch wieder live im Internet übertragen. Denn ich finde, wir feiern schon einen besonderen oder aus besonderem Anlass Gottesdienst. Ja, ich mute Ihnen und euch ein wenig Geschichte heute zu, auch württembergische Geschichte, aber nicht zuletzt auch die Geschichte eines starken Glaubens. In diesem Jahr jährt sich der Tod von, ich habe ihn, muss ich gestehen, vorher noch nicht gekannt, Henri Arnault zum 300. Mal. Henri Arnault war sowohl Pfarrer bei den Waldensern als auch Soldat. Eine interessante Kombination, aber und ganz besonders eine ganz zentrale Persönlichkeit bei dieser ganz besonderen Glaubensgruppe, die bereits im Jahr 1174, also vor etwa 850 Jahren, durch Valdès von Lyon gegründet wurde. Wir wollen dieser Gruppierung heute ein wenig nachspüren, so wie das auch in vielen, vielen anderen Gemeinden in Württemberg rund um diese Tage eben auch geschieht und geschehen ist. Ich denke, aus gutem Grund, und ich bekenne auch, dass ich gerade als württembergischer Prädikant auch sehr gerne dieses Jubiläum aufgegriffen habe, denn die Waldenser sind ein Beispiel für eine Glaubensgemeinschaft, die seit Anbeginn von Laien gerade auch in der Verkündigung getragen wurde. Und schon lange vor der Reformation war es ihnen ein Anliegen, verständlich für die Menschen und eben in der jeweiligen Volkssprache zu predigen. Diejenigen von Ihnen, die regelmäßig den Gottesdienst hier besuchen, werden merken, wir feiern heute Gottesdienst in einer etwas anderen Liturgie, in einem besonderen liturgischen Ablauf, eben in dem Ablauf, wie es heute bei den Waldensern so üblich ist. Und damit Sie dem auch folgen können, haben wir Ihnen die Gottesdienstblätter am Eingang ausgeteilt. Dann können Sie ein bisschen sehen, wo wir gerade sind. Ich freue mich auf einen besonderen Gottesdienst mit Ihnen und mit euch und auch auf die musikalische Begleitung durch Margit und Robin Meyer und Herrn Hofer an der Orgel. Aber nun genug der Vorrede, lassen Sie uns beginnen. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Unsere Hilfe und unsere Hoffnung sind in Gott, der uns geschaffen hat, uns in Jesus Christus liebt und uns mit seinem Heiligen Geist erneuert und stärkt. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Lasst uns beten. Gott, unsere Hilfe, du hast uns deine Güte erwiesen. Dein Wort wird unter uns von Generation zu Generation verkündet. Du bist unser Schild und unsere Rettung, gestern, heute und morgen. Erleuchte uns mit deinem Geist an diesem Tag des Gedenkens und der Dankbarkeit. Leite uns mit deinem Wort, damit wir vom Glauben an dich getragen sind und auch in schweren Zeiten nicht von dir lassen. Amen. Wir werden gleich gemeinsam wieder, hoffentlich mit starker Stimme von allen, wir dürfen ja wieder ein Lied singen, bevor es dazu kommt. Danach möchte ich schon jetzt ankündigen, werden wir, wie es in jedem sonntäglichen Waldenser Gottesdienst üblich ist, die 10 Gebote hören. Und auch jeden Sonntag schließt sich an die Verlesung der 10 Gebote eine Zeit der Stille an, die dazu gedacht ist, ein wenig darüber nachzudenken, was das für das eigene Leben bedeutet und persönlich Gott zu bekennen. Aber vorher ein Lied, und mit dem greifen wir das Motiv vom Licht auf im Gesang. Ein Licht geht uns auf,
in der Dunkelheit im Gesangbuch bitte die Nummer 555 aufschlagen. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Nummer 555. Wir hören aus dem 5. Buch Mose die Lesung. Wir hören auf Gottes Gebote und lassen uns von ihnen dazu einladen, unser Leben vor Gott zu bedenken und in der Stille all das vor Gott auszusprechen, was uns von ihm und unseren Mitmenschen trennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du lange lebst und dir's wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird.
Barmherziger Gott, wenn wir an dich glauben, hat das Konsequenzen für unser Leben. Wir müssen uns fragen lassen, an was unser Herz hängt, wie groß unser Vertrauen auf dich ist, wer du für uns bist, wie wir unser Leben von deinen Zeiten, von deinem Anspruch an uns bestimmen lassen. Der Glaube an dich führt uns immer auch von dir zu unseren Mitmenschen. Wie gehen wir mit ihnen um? Was tun wir ihnen an? Was ist dein Wille für sie und für uns? Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, merken wir, wie wichtig deine Gebote für uns sind, um Gutes miteinander zu verwirklichen. Aber auch wie schwierig es ist, in allem, was wir erleben und erfahren und zu entscheiden haben, zu wissen, was zum Guten führt. Henri Arnault, dessen wir heute gedenken, kannte das Gebot, nicht zu töten. Und doch hatte er im Widerstand zum Schwert gegriffen, um das eigene Leben und die seiner Glaubensgenossen zu retten und Glaubensfreiheit für die Waldenser zu bewahren. Hilf uns in schwierigen Entscheidungen, vergib uns in unseren Widersprüchen, vergib uns, wenn wir schuldig werden. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem. Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenotland in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung. Wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein.
Jesus sagt uns, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Dank Gott für sein Erbarmen und lobt ihn für seine Güte. Er macht uns jeden Tag neu und kommt uns mit seiner Gnade entgegen. Amen. Und diese Zusprache, denke, ist auch ein Gotteslob wert. Wir wollen dies gemeinsam singen. Ich lobe meinen Gott im Gesangbuch, die Nummer 272. Wir singen es zweimal.1699 kamen die Waldenser aus dem Piemont zu uns nach Württemberg. Es ist überliefert, dass sie die Kartoffel mitgebracht haben, die hier wohl vorher noch nicht so bekannt war. Sie brachten auch mit, zumindest wahrscheinlich Samen oder also Maulbeerbäume, denn sie waren sehr stark in der Seidenspinnenzucht aktiv. Und sie brachten natürlich auch mit ihren festen Glauben. Das Wappen der Waldenser, das Sie vorne auch auf Ihrem Gottesdienstblatt abgedruckt finden, ist auch bis heute an Kreisverkehren oder an Häusern in den Waldenserdörfern, hier zum Beispiel rund um Mühlacker, auch heute noch zu sehen. Zu dem Spruch kommen wir noch, aber auch das abgebildete Motiv von den sieben Sternen im Halbkreis ist noch zu sprechen. Die sieben Sterne stehen für ein Motiv aus der Johannes-Offenbarung, Symbol für die sieben verfolgten Gemeinden in Kleinasien, an die sich Johannes richtet. Und es ist kein Wunder, dass sich die Waldenser sich diesen Gemeinden sehr nahe fühlten. Und nicht nur das, sie waren in ihren Augen einer dieser sieben Sterne, bedrängt und verfolgt, aber nicht allein. Denn in der Mitte, das symbolisiert das Licht, die Strahlkraft Gottes, was sie voranbringt. Als die Waldenser aus zum Beispiel Pinasca, Via Perosa und den anderen Orten der Waldensertäler 1699 hier ankamen und das Wappen an ihre Häuser malten, taten sie das in dem Bewusstsein, dass egal wo sie sein würden,
als Migranten in einer fremden Kultur und mit einer fremden Sprache, dass sie auch hier eine dieser sieben Sterne bleiben würden, aber eine der Sterne, in deren Mitte Jesus steht. Und dass daher ihr fester Glaube und das klare Bekenntnis zu diesem für sie ganz wichtig sein würde. Und so wollen wir nun gemeinsam auch glauben, unseren Glauben bekennen, aber dieses heute ganz besonders mit den Worten der Waldenser von Riesi, das ist eine Gemeinde in der Region Sizilien in Italien, und der Text ist auf dem Gottesdienstplatz abgedruckt. Ich bitte Sie, sich dazu zu erheben. Und wir sprechen zusammen. Wir glauben an den Gott, von dem uns Jesus von Nazareth gesprochen hat, an den Gott, der von neuen Himmeln und einer neuen Erde träumen kann, der die Einfältigen anerkennt und die Armen anhört, der die Übermütigen richtet und den Friedfertigen Halt ist. Wir glauben, dass wir nicht nur die Wahl haben, zu töten oder uns töten zu lassen, sondern dass es möglich ist, ohne Waffen zu kämpfen. Wir glauben, dass es möglich ist, Mut zu haben und sich zu wehren, Mut zu machen und auszuhalten. Wir glauben, dass Jesus neue Wege gegangen ist. Von ihm wissen wir, dass auch wir Wege verlassen können, die von anderen gebahnt sind. Und wir glauben, dass wir nicht nur die Wahl haben, entweder wir oder die anderen, sondern dass es möglich ist, dem Bösen zu widerstehen. Wir glauben an die Gabe von Gottes Geist, wirkliche Gegenwart Gottes. Durch ihn halten wir jeden für schuldig, der Gewalt gebraucht. Wir träumen von Frieden und Leben für alle. Amen. Lesung 2 nach dem Glaubensbekenntnis. Ja. Die heutige Lesung aus dem Alten Testament steht im Buch des Propheten Jesaja, im zweiten Kapitel. Dies ist das Wort des Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Und im Neuen Testament, beim Evangelisten Matthäus, lesen wir in Kapitel 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt.
Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Hilf, dass wir nicht nur auf dein Wort hören, sondern es auch tun. Amen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst alle unsere Wunden, Punkte, nimmst unsere Hände.
Ja, liebe Gemeinde, wahrhaftig, es sind finstere Zeiten. Ich meine nicht nur unsere Zeit, die geplagt ist von vielen kleinen und großen Krisen in der Welt und im Alltag. Ein Blick in die Weltgeschichte zeigt, dass fast immer finstere Zeiten waren. Krieg und Gewalt, Krankheit, Menschenverachtung und Naturkatastrophen, ja, sie haben über weite Teile der Zeit das Leben der Menschen bestimmt. Und niemand durfte hoffen, besser davonzukommen als seine Mitmenschen. Gegen die Finsternis half keine soziale Stellung und auch eigene Leistung konnte kaum etwas bessern. Ob das Leid von Menschen gemacht war oder vom Schicksal, änderte daran nichts. Auch oft wurden Naturkatastrophen oder Krankheitswellen, Epidemien als das schlimmste Übel empfunden, weil sie eben nicht mit menschlicher Bosheit erklärbar waren, sondern zeigen, dass die Macht des Schicksals, die Götter oder wer auch immer, übellaunig waren. Viele Religionen und Kulturen lösten das Problem so, dass sie einfach trennten zwischen den guten, menschenfreundlichen Göttern und eben den bösen, missgünstigen Gottheiten, die das Böse wollen und auf Vernichtung aus sind. Der Kampf zwischen Gut und Böse hat so eine Dimension, die uns so kleinen Menschen einfach unzugänglich ist. Er wird in der göttlichen Sphäre gekämpft und hat Aspekte von der Endzeit, die über uns hereinbrechen und über uns hereinbricht. Freilich, uns Christen ist so eine Art zu denken eher verwehrt. Wir kennen keine guten und bösen Götter. Wir vertrauen auf den einen Gott, der die Welt geschaffen hat und der ausdrücklich von ihr und zu ihr gesagt hat, siehe, es ist sehr gut. Der Gott, der den Menschen sein Wort offenbart hat, der uns so sehr liebt, dass er selbst in Jesus Christus zu uns gekommen ist, den Gott, von dem wir glauben, dass er sein Reich errichten wird, in dem, wie Paulus einmal schreibt, die Leiden dieser Zeit gewiss an ein Ende kommen. Aber liebe Gemeinde, wir wissen auch, wenn wir uns unter unseren Zeitgenossen einmal umhören, ist die Denkweise, dass es eine böse, finstere Macht gibt, die gottwidrig und menschenfeindlich ist, ja, diese Denkweise ist gar nicht so selten. Dass Licht und Finsternis miteinander ringen, das leuchtet vielen Menschen ein, wenn sie über den Zustand der Welt nachdenken oder ja, wenn sie einen Schicksalsschlag trifft. Viele Menschen fürchten sich vor bösen Mächten, die teils wie ein Gegengott gedacht werden. Und spricht man sie darauf an, dann sagen sie manchmal, ja, wir wollen und können auch dem liebenden Gott nicht das Böse in die Schuhe schieben. Das kann und darf nicht sein. Das Schlimme kommt nicht von Gott, sondern von einer finsteren, bösen, satanischen Macht. Und so wird alles feinsäuberlich aufgeteilt, das Gute auf den guten Gott, das Böse auf die finsteren Mächte. Aber ich denke, auch dabei bleiben Fragen, was, wenn doch die Finsternis die Oberhand behält, mindestens zu meinen Lebzeiten. Und was, wenn sich am Ende der Zeit herausstellt, dass ich auf die Seite der Finsternis gehöre? Und theologisch gefragt, machen wir nicht Gott viel kleiner, als er ist, wenn wir die Finsternis so groß machen? Das Licht leuchtet in der Finsternis, das haben wir am Anfang schon gehört. Dieser Satz hat nicht nur die Waldenser, sondern schon sehr viele Menschen getröstet, wenn es dunkel wurde in ihrem Leben, wenn es dunkel wurde in der Welt. Und es ist eine absolute Zusage, eine Zusage ohne jedes Wenn und Aber. Was einerseits klar ist, die Finsternis
wird mit keiner Silbe bestritten. Die Finsternis ist da ohne jede Frage. Unauslöschlich. Und jeder, der schon mal in einem stockfinsteren Raum einfach nur eine kleine Kerze angezündet hat, der weiß, da, wo auch nur ein Lichtlein leuchtet, verliert die Finsternis sehr viel von seiner Macht. Dann lohnt sich jetzt auch noch ein Blick auf die Fortsetzung dieses Halbsatzes, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Fortsetzung lautet, aber die Finsternis hat's nicht ergriffen. Durchaus ein Zitat, was viele unterschiedliche Auslegungen über die Zeit erfahren hat. Manche Ausleger, ich bin heute habe etwas Sprachschwierigkeiten, die Ausleger haben das teilweise gedeutet als ein Eingreifen. Als ein Eingreifen mit dem Verstand. Und dieses Eingreifen oder diesen Verstand hat nun mal nicht jeder, es begreift nicht jeder. Im älteren Pietismus gab es die Auslegung, dass die Weltenkinder eben im Gegensatz zu den Gotteskindern das Licht, das ihnen scheint, einfach nicht annehmen wollen. Ganz schön finde ich die neue reformierte Übersetzung aus Genf, vielleicht nicht jedem bewusst, die Waldenser gehören ja in diese Genfer Tradition. Und da steht dieser Halbsatz weiter, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das macht einen ungeheuren Trost deutlich, dass trotz aller Finsternis, die uns umgibt, das Licht leuchtet. Und darauf dürfen wir uns verlassen und brauchen die Finsternis nicht zu fürchten. Sie kann das Licht nicht überwinden, die Finsternis. Oder in endzeitlichen Bildern, der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist keineswegs offen, sondern er ist schon entschieden. Und zwar zugunsten des Lichtes. Dieses Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Was soll man dazu sagen, außer Amen, Amen, das ist wahrhaftig wahr. Aber liebe Gemeinde, lassen Sie es heute ein bisschen zurückschauen, wo dieses Wort schon Menschen in finsteren Zeiten Trost gespendet hat. Da ist zuerst die verfolgte Gemeinde des Johannes. Diese Gemeinde sitzt wirklich zwischen allen Stühlen. Ich finde das sehr spannend. Die Heiden um sie her betrachten die christliche Gemeinde als Aufrührer, die mit ihrem Vertrauen auf einen Weltenherrscher den Staat unterminieren wollen. Und wenn ein römischer Beamter einen Christen in die Finger bekommt, dann geht es diesem schlecht. Auch den jüdischen Gemeinden ist diese neue Gemeinschaft suspekt. Natürlich glaubt sie an die Einheit des Schöpfergottes und das Wort Gottes, dass das Wort Gottes am Anfang bei Gott ist. Das ist ebenfalls Gemeinsamkeit. Aber die Vorstellung, dass dieses Wort gleichsam vom Himmel herabsteigt, Mensch wird, sich in die Niederung der Welt begibt, ja selbst Mensch wird, das geht aus jüdischer Sicht nun wirklich gar nicht. Und von daher stand auch die jüdische Gemeinde in der Versuchung, mit den Römern gemeinsame Sache zu machen und die johannäischen Christen, nicht einmal die eigenen Glaubensgeschwister hielten uneingeschränkt zu den verfolgten Mitchristen, denn langsam formierte sich dort eine Großkirche, die aber eben nicht die endzeitlichen Gedanken der johannäischen Gemeinde teilte, sondern sie als Irrlehre betrachtete. Hier war also auch nicht viel zu hoffen. Bedrängung von allen Seiten. Ich stelle mir vor, wie diese verfolgten Menschen zusammenkommen, wahrscheinlich heimlich. Es ist nicht nur symbolisch eine finstere Zeit, sondern auch ganz konkret.
Gottesdienst kann man unter diesen Umständen nicht am helllichten Tag, so wie wir, ganz selbstverständlich feiern. Man muss warten, bis es dunkel ist. Nur eine einzige Kerze leuchtet. Man will nicht die Nachbarn auf sich aufmerksam machen. Der Gottesdienst beginnt, der Prediger erinnert an die Grundlagen des Glaubens. Am Anfang war das Wort und spricht vom Wort, das bei Gott ist, vom Wort, das Gott selber ist, das vor aller Zeit schon die Wahrheit war und vom Leben, vom wahren Leben, das in ihm ist und zu uns kommt als ein Licht. Und seine Rede endet mit der Zusage, das Licht scheint in der Finsternis. Trotz Heiden, Juden, Mitchristen, die Finsternis mag noch so finster sein, sie kann das Licht nicht auslöschen. Es scheint gerade bei uns. Amen, ruft die Gemeinde, Amen, Amen, das ist gewisslich wahr. Ja, und auf Dauer geschieht das Wunder, die johannäische Gemeinde wird von der Großkirche akzeptiert. Neben die drei Evangelien, die schon waren, wird das vierte gestellt, das Evangelium von Johannes. Und die Trostpredigt von damals wird zu einem der gewaltigsten Texte der Christenheit. Das Licht scheint in die Finsternis. Die Finsternis wird das Licht in Ewigkeit nicht überwinden. Und dann 1600 Jahre später, in den Tälern des Piemont und den kottischen Alpen haben wieder Christen Zuflucht gefunden, die um der Wahrheit willen verfolgt werden. Es sind natürlich die Waldenser, diese uralte Kirche, denen die Predigt des Wortes und des Evangeliums ganz, ganz wichtig sind. Das Aufkommen der Reformation empfinden sie als ungemeine Befreiung. Für sie erneut scheint das Licht in der Finsternis auf, denn alle Punkte, die den Waldenser seit Jahrhunderten aufgrund ihres Bibelstudiums wichtig geworden sind, sie strahlen jetzt überall auch hell auf. In Wittenberg, in Zürich, in Straßburg und in Genf entstehen reformatorische Zentren und natürlich schließen sich die Waldenser dieser neuen Bewegung an. Zumal in Genf, das war fast in ihrer Nähe, da war nämlich Johannes Calvin, der Reformator, der auch in ihrer eigenen Sprache eben auf Französisch die Reformation voranbringt. Aber es ergeht ihnen wie die johannäischen Christen, auch sie werden von der Obrigkeit verfolgt, blutig verfolgt. Da ist das Haus Savoyen, da sind die französischen Könige, denen die katholische Einheit, die von den Reformatoren in Gefahr steht, denen diese Einheit wichtig ist. Und die damalige fördert nach Kräften und mit Gewalt die Gegenreformation. Und wieder, nicht einmal alle reformatorischen Christen stehen zusammen für die verfolgten Geschwister. Es geht um Detailfragen, Verständnis vom Heiligen Abendmahl, vor allem aber darum, wie die Menschen das Licht erfassen können. Alles für uns heute schlecht oder wirklich unfassbar, dass man aufgrund solcher Unterschiede den Schulterschluss verweigert und damit Menschen dem Tod preisgibt. Unterschiede übrigens, die heute längst überwunden sind und die damals wohl weder der einfache waldensische Weber noch der württembergische Wengerter jemals verstanden hätten. Auf jeden Fall, den Waldenser bleibt in ihrer Not wenig, an dem sie sich festhalten können. Das Einzige, was sie haben, ist eben der Trost im Evangelium. Wahrhaftig, es sind finstere Zeiten und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Auch sie erfahren Rettung von Gott, die württembergische Kirche springt über ihren Schatten, die Waldenser finden neue Heimat in Württemberg. Sie dürfen ihren Gottesdienst, ihre Sprache, die französische Sprache, ihre Liturgie in Württemberg weiterfeiern, müssen sich nicht unterordnen.
Und mit der Zeit werden sie Teil der württembergischen Geschichte. In heutigen Worten lässt sich das vielleicht mit fast beängstigender Aktualität so zusammenfassen. Man hat die Flüchtlinge nicht im Stich gelassen, man hat ihnen Barmherzigkeit erwiesen und ihnen die Chance gegeben, sich auf Dauer zu integrieren und in unserer Gesellschaft und unserer Kirche Heimat zu finden. Und ich frage, was haben wir heutigen von diesen Vorvätern und Müttern im Glauben gelernt? Wahrhaft, auch wir leben mitunter in finsteren Zeiten, Zwänge der Welt, eine drohende Klimakatastrophe, die Pandemie, die uns so lange schon in Atem hält, Naturkatastrophen wie Hochwasser, Stürme und zuletzt Vulkanausbrüche. Aber ein johannäischer Christ hat das einmal so ausgedrückt: Kinder, es ist Endzeit, aber auch uns gilt, das Licht scheint in der Finsternis, in unsere Finsternis, und die Finsternis wird es nicht auslöschen. Amen, Amen, das ist gewisslich wahr. Ja, wir dürfen uns jetzt schon bei allen bedanken, die beim Gottesdienst mitgewirkt haben. Eigentlich würde in einem Waldenser Gottesdienst jetzt eine Kollekte hier im Kirchenraum eingesammelt. Wir belassen es bei unserer
üblichen Tradition am Ausgang können Sie etwas einlegen. Das heutige Opfer ist für die vielen Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Ab Montag treffen sich die Jungscharen und Jugendkreise wieder. Termine finden sich in den Steinheimer Nachrichten und auf der Homepage des CVJM. Am Dienstagabend 19.30 Uhr tagt der Kirchengemeinderat. Beginn ist mit einer nicht öffentlichen Sitzungsteil, dann im Anschluss folgt die öffentliche Sitzung. Mittwoch um 10 Uhr ist Seniorengottesdienst im ASB-Heim, 10.45 Uhr Seniorengottesdienst im Kleeblatt. Am Mittwoch ist Konfirmandenunterricht, wahrscheinlich bekannt. Die Gruppen von Pfarrer Meier treffen sich im Gemeindehaus und die Gruppen von Pfarrer Hommel in der Georgskirche, richtig? Im Gemeindehaus in Kleinbottwar, da wusste ich doch, da war irgendwas. Am Donnerstag beginnt um 9.30 Uhr auch wieder Morgenstimmung in der Arche. Und am kommenden Samstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr können Sie hier in der Martinskirche Erntegaben abgeben für unseren Erntealtar für den darauffolgenden Sonntag, zu dem ich Sie auch schon mal herzlich einladen darf. Erntedankgottesdienst nächsten Sonntag um 10.30 Uhr mit Pfarrer Meier und Team. Mit dabei ist auch die Kinderkirche, Jürgen Schreiber und eine musikalische Begleitung durch das Kirchenchor-Ensemble. Noch was zu den Erntegaben. Nach dem Erntedankgottesdienst gehen diese wie üblich an die evangelische Missionsschule in Unterweissach. Also vielen Dank schon mal jetzt, was Sie am Samstag da bringen. In diesem Gottesdienst am Sonntag wird auch unser neuer Jugendreferent Christopher Keil feierlich im Gottesdienst eingesetzt. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Herr Reinhold Richard Müller aus der Brühlstraße, 85 Jahre. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag um 13.30 Uhr auf dem Steinheimer Friedhof statt. Wir nehmen Anteil an der Trauer der Angehörigen und wir befehlen Herrn Reinhold Müller in Gottes gute Hand. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und so lasst uns weiter Fürbitte halten. Herr, unser Gott, auf deine Liebe vertrauend bitten wir dich für die Kirche, dass sie in dieser Welt ein Werkzeug des Friedens und der Versöhnung sei, für die Mächtigen, dass sie sich Sorgen um die Schwachen und die Ausgeschlossenen, ganz besonders auch für die Spitzenpolitiker in unserem Land, dass sie verantwortungsvoll mit dem Ergebnis der heutigen Wahl umgehen. Für unsere Schwestern und Brüder, die leiden, dass dein Wort ihre Zuversicht stärke, vor allem in den dunklen und schwierigen Tagen. Und wir beten weiter mit den Worten, die du, Herr Jesus Christus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch mal Platz. Wir schließen praktisch mit einem Lied, welches ganz besonders mit den Waldensern verbunden ist, von Glaubensmut und ewiger Treue. Die Melodie kommt Ihnen vielleicht recht bekannt vor. Noten und Text finden Sie auf Ihrem Gottesdienstblatt. Von Glaubensmut und ewiger Treue. Glauben zu.
Ja, gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst findet hier noch ein Taufgottesdienst mit Pfarrer Meier statt. Aus diesem Grund werde ich auch gleich nicht am Ausgang stehen und Sie dort verabschieden, möchte Ihnen an dieser Stelle bereits ein ganz, ganz schönes Restwochenende, einen schönen Sonntag und dann einen guten Start in die neue Woche wünschen. Für heute noch, für alle diejenigen, die dürfen und es noch nicht getan haben, gehen Sie wählen. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ihnen einen schönen Sonntag und geht in diese Woche, in diesen Sonntag und diese Woche unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.